Und mich hat dieses Fahrzeug so sehr angezogen, weil es hat so eine wunderschöne Farbe. Zeige euch das mal, dann könnt ihr vielleicht nachvollziehen, weshalb mich diese Farbe anzieht. Sowas mag ich. Knallgelb. Natürlich mal so pfiffige Details hier. An dem benachbarten Bimobil haben wir einen so großen Auslass, der natürlich ein ganz anderes Innenraumgefühl in der Sitzgruppe dann ermöglicht. Dann haben wir den LBX 434 hier. Caravan Salon Düsseldorf 2022. Ich gehe mit euch über die Messe und die Stellen, die mir auffallen, an denen ich hängen bleibe, wo ich sage, das ist was Besonderes für mich, die stelle ich euch vor. Ist praktisch, wenn man hier auf der Messe unterwegs ist. Also gerade mal getroffen hier, Fan for Van. Hi. Den Kanal kann ich auch sehr empfehlen. Ich habe ganz viel von seinen Videos gelernt, als ich mich selber noch mit dem Thema beschäftigt habe. Habe ich ganz viel auf seinem Kanal geguckt. Tut das bitte auch. Aber vielleicht kommt ja auch der eine oder andere Fan von deinem Videos. Deswegen mal zu mir und schaut mal bei mir mit rein. Ja, wir werden gucken, was wir tun können. Ja, alles klar. Mal, viel Spaß weiterhin. Viel Spaß weiterhin. Na, wir sehen uns. Machen wir. So, das war doch mal lustig, Fan for Van, mal schnell bei Bimobil getroffen. Er hat jetzt aber auch noch viele, viele Termine. Und mich hat dieses Fahrzeug so sehr angezogen, weil es hat so eine wunderschöne Farbe. Zeige euch das mal, dann könnt ihr vielleicht nachvollziehen, weshalb mich diese Farbe anzieht. Sowas mag ich. Knallgelb. Auf Iveco-Basis. Und zwar haben wir es zu tun mit dem EX 368, Basispreis 262.000 Euro und dann haben wir ganz viele Extras, 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 Extras. So in der ausgestellten Variante hier sind wir dann also bei 316.490 Euro. Und dann schauen wir mal kurz rein in das Fahrzeug. Ja. Schönes Raumgefühl. Das Bett wird nach vorne gezogen, vermute ich mal, weil das sieht hier schon so gestapelt aus. Ist natürlich ein 4x4-Fahrzeug. Große Schränke. Vom Raum her bin ich zwar in der Breite, habe ich ein offenes Gefühl hier, aber ansonsten ist es gar nicht so viel mehr Platzangebot als im schwarzen Schaf. Aber man darf nicht vergessen, dieses Fahrzeug ist geländegängig. Hier haben wir dann auch eine Edelstahlwanne unten als Duschwanne eingebaut. Badezimmer. Alles, was man braucht. Ist hier vorne der Zugang direkt zur Fahrerkabine. Man kommt also von hinten vom Aufbau auch direkt, ne, immer in Fluchtrichtung parken und ab dafür. Dann kommt ihr hier also auch von hinten vom Aufbau aus direkt vorne ins Fahrerhaus. Haben wir hier auch nochmal einen Blick auf den Arbeitsplatz des Fahrers. Iveco Multifunktionslenkrad mit entsprechender Automatik. Sieht sehr komfortabel aus hier. Und diese Tür hier ist auch tatsächlich per Magnet gehalten da unten. Ihr seht es da. Da ist der Magnet. Neodym. So dass diese Tür also auch nicht einfach in der Gegend umherfliegt. Oberhalb haben wir noch mal ordentlich Staufläche. Das ist auch tatsächlich eine Staufläche, die ich ansonsten in meinem Fahrzeug so nicht habe. Großer Kleiderschrank. Und die Technikzentrale haben wir auch hier zentral. Zwei Flammen Kochfeld mit Piezo-Zündung. Ein anständiges Waschbecken drin. Und der Kühlschrank von Dometic, wie wir ihn kennen, mit der entsprechenden Arretierung als Sicherung. Ja, schönes Fahrzeug. Hier ist jetzt die Heckgarage von dem Fahrzeug. Da vorne sehen wir dann auch schon, haben die extra aufgemacht hier für die Messe. Ich vermute mal, dass hier normalerweise noch eine Blende davor ist. Wobei, das sieht so aus, nee, das könnte tatsächlich immer so zugänglich sein. Das macht ja auch Sinn, dass man im Notfall hier rankommt. Da ist also die Stromversorgung. Das sieht mir nach einem Wechselrichter aus da vorne, der dann also auch schon verbaut ist.
Das könnte der Solarladeregler sein. Und wir haben auch hier eine Außendusche verbaut, die wir also dann auch rausziehen können. Und wie das auf Expeditionsfahrzeugen auch tatsächlich Sinn macht, ist hier also auch eine Wasseraufbereitung, zwei Kartuschen, Keramik und Aktivkohle, die das Wasser dann aufbereiten für euch. Ja, wer mal ein bisschen weiter unterwegs sein will, für den ist so ein Fahrzeug was. Wenn man ganz normal auf Campingplätzen unterwegs ist, hauptsächlich, dann stellt sich mir immer die Frage, muss es so etwas sein? Aber es macht natürlich auch ordentlich Eindruck. Auch das sind natürlich mal so pfiffige Details hier. An dem benachbarten Bimobil haben wir einen so großen Auslass, der natürlich ein ganz anderes Innenraumgefühl in der Sitzgruppe dann ermöglicht. Und man kommt auch nur noch mit diesem Band hier ran, dass man den dann überhaupt wieder herunterziehen kann, um ihn zu verschließen. Auch der ist auf Iveco-Basis. Dann haben wir den LBX 434 hier. Da sind wir auch in einer ähnlichen Kategorie wie bei dem, den wir uns eben schon angeguckt haben. Auf Iveco Daily Basis 274.000 Basispreis. Die aufgeführten Extras hier, so wie er hier steht, liegt er dann bei 368.500 Euro. Dann schauen wir mal kurz rein. Hecksitzgruppe haben wir hier jetzt in Abwechslung. Dann haben wir ein Badezimmer in der Mitte. Mit Duschkabine und Trockentrenntoilette ist hier bereits verbaut. Das ist also in dieser Variante. Kann man sicherlich auch mit allen Varianten bekommen, aber für Expeditionsfahrzeuge macht eine Trockentrenntoilette gegebenenfalls ja auch tatsächlich sehr viel Sinn. Und dann haben wir hier oben ein sehr großzügiges Alkovenbett, das man dann also auch wahrscheinlich hier auch noch durch eine entsprechende Matratzeneinlage dann vergrößern kann. Auch hier ist der Durchgang in die Fahrerkabine, wie wir das in dem anderen Fahrzeug schon gesehen haben, in Türform. Der Magnet ist hier jetzt oben verbaut. Und da sind wir schon wieder in der Fahrerkabine des Ivecos. Neuwagenduft strömt einem entgegen, wenn man diese Tür öffnet. Auch ein sehr pfiffiger Grundriss. Hier ist auch die Heckgarage etwas großzügiger noch als in dem anderen Modell. Der Doppelboden ist hier auch noch für große Gegenstände, Surfboards zum Beispiel, gut geeignet. Die gesamte Technik hier sehr gut zugänglich, wenn man da tatsächlich mal ran muss. Was ja bei einem Expeditionsfahrzeug, mit dem man gegebenenfalls etwas abseits der Zivilisation unterwegs ist, auch nicht unwichtig ist, dass man auch selber an die Sachen gut rankommt, wenn tatsächlich mal was kaputt geht. Hier haben wir jetzt den EX 420, auch ein ganz ähnliches Spiel, Basispreis 277.000 und so wie er hier ausgestellt ist, liegt er dann bei 348.000. Aber den nehme ich jetzt mal als Beispiel, um euch zu zeigen, wie das Raumgefühl sich ändert durch diese riesengroße Außenklappe. Wenn man sich an diese Sitzgruppe hier setzt, ganz nach außen, und dann mal so ein bisschen nach draußen guckt, das ist Cabrio-Feeling. Da lässt man also auch richtig dann die frische Luft ins Fahrzeug hinein und hat gleichzeitig ein sehr offenes Raumgefühl hier drin. Tolles, großes Schlafzimmer hier oben über dem Fahrerhaus wieder, wie in dem Fahrzeug davor auch schon. Küchenzeile und wenn man mit Kindern unterwegs ist, sicherlich ein sehr pfiffiger Grundriss hier mit diesen beiden Etagenbetten. Badezimmer ist am Heck mit kompletter Duschkabine. Edelstahl, wie wir das im anderen Fahrzeug eben auch schon gesehen haben. Großzügig und auch hier haben wir es wieder mit einer Trockentrenntoilette zu tun. So, hier zeigt das Fahrzeug natürlich auch, was es kann. Das macht natürlich auch bei einem Anbieter wie Bimobil absolut Sinn, dass man dann auch mal zeigt, wie geländegängig so ein Fahrzeug dann auch sein kann. 4x4 auf Iveco-Basis 250-280 Euro Cargo als Chassis. In den können wir auch nur reingucken. Der ist extra abgesperrt, weil er eben auch schräg steht.
Da sind wir dann auch schon etwas in der anderen Preiskategorie. Basisfahrzeug 377.000. In der hier ausgestellten Variante liegen wir dann schon bei 494.000. Und die Leiter, die hier jetzt angebaut ist, die wird sicherlich nicht Serie sein. Die ist hier für die Messe. Das wird hier vorne normalerweise rausfahren, hydraulisch. Und so sieht dann diese Kabine aus. Oh, inklusive Tiger. Aber es riecht hier drin nicht nach Tiger. Das ist ja schon mal schön. Auch hier ist ein Zugang zum Fahrerhaus. Allerdings muss man da dann schon ein bisschen krabbeln durch diese Luke. Aber man kommt dann auch vorne ins Fahrerhaus rein. Bei Expeditionsfahrzeugen sicherlich nicht unwichtig. Lustige Fahrzeuge auf alle Fälle. Das war es aus der Premium Halle 5. Die Premium-Fahrzeuge, Expeditionsfahrzeuge, die dort ausgestellt sind. Wir machen weiter mit Halle 7. Da könnt ihr euch morgen schon drauf freuen, was ich denn in Halle 7 alles Schönes entdecke.